politische Kommunikation wird sehr dadurch bestimmt sein, dass Politik selber Publisher ist, sehr viel schneller ist. Es muss 24/7 gehen, es muss mehrsprachig sein, damit das Bild in der Welt, Deutschlands Bild in der Welt, nicht von anderen bestimmt wird. Mit der deutschen Sprache alleine kommen wir da nicht durch. Wie Kommunikation in 15 Jahren aussehen wird, das können wir uns, glaube ich, heute wirklich nicht vorstellen. Wenn man nochmal 15 Jahre zurückschaut, hätte man sich auch nicht vorstellen können, wie es jetzt ist. All diese Entwicklungen mit sozialen Netzwerken, mit Sprechstunden online, mit Chats, die werden natürlich weitergehen, die werden sich intensivieren. Der Kontakt zwischen Politik und Bürgerschaft wird sich intensivieren dadurch. Man wird auch nahbarer nochmal werden. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Ich hoffe nur, dass wir bis dahin auch die Respektlosigkeit in den Griff bekommen.